Hallo. Ich bin ja hier, die sind so wichtig, deswegen ich habe ein paar Leute mitgebracht. Ich glaube, die wollen ihr eher sehen als mich. Deswegen fangen wir gleich damit an. Wir haben die bezaubernde Hanna Herzsprung hier. Wir haben Antoine Moreau hier. Leider hat Elias heute nicht geschafft. Was? Echt? Aber er hat mir eine Grußbotschaft für euch extra geschickt. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Haben wir einen Film über Technik gemacht, aber. So. Hallo Detlebach, hier spricht Elias. Es tut mir krass leid. Ich kann heute nicht bei euch sein und meine Kollegen unterstützen, denn ich bin in Berlin bei der Premiere von Männer. Alle nächste Woche in die Kinos kommen, die könnt ihr euch dann. Digga, hör dir das vorher an nochmal. Danke, Elias. Erstmal ganz viel Spaß bei UMI alles. Grüße meine Kollegen, habt noch einen schönen Abend und wir sehen uns dann auf der nächsten Kinotour wieder. Bis dann. Ha, euer Elias. Ich habe auch mal eins der Charts der Kinocharts geschossen. Und gestern nach heute. Wie fühlt sich das an? Das fühlt sich echt toll an, weil man eigentlich der Filmer macht fürs Publikum. Und dementsprechend ist es umso besser, wenn das Publikum irgendwie den Film mag. Habt ihr immer noch ein bisschen? So, gibt es noch andere Fragen? Keine. Weil das mit dem Hose runter dabei ist, nicht wirklich. Keine Frage. Nee. Ich gehe mal rüber zu Tom. Du spielst ja den absoluten Computer-Crack. Mhm. Wie schaut es im wirklichen Leben aus? Bist du auch so fit? Computer? Ja, ich weiß, wie man so. Also, das ist Nötigste, kann er nicht. Aber sie sind richtig professionell aus, also hast du das geübt? Ja. Ja, also nicht jahrelang, aber richtig Wochen und Monate richtig geübt. In der Volkshochschule, habe ich gerade schon erzählt. Okay. Rotan, ja. Du bist ja krass zertifiziert im Film. Was ist davon ist echt? Gar nicht. Das ist nur eins. Eins sind zwei Worte. Nein, Quatsch. Nee, ich hab. Ich hab kein Tattoo. Ich hab kein Tattoo. Also nee, echt. Tut mir leid. Ich dachte mir, das ist ja so verbreitet, und wenn man dann die Leute irgendwann im Alter trifft und die Tattoos hängen irgendwo, wo sie hängen sollten, da habe ich keinen Bock drauf. Dann musst du auch immer so weiße Handschuhe tragen. Das stimmt.
Ja, das war lustig. Genau, ich hatte so Tattoos an den Händen und die waren besonders findig. Weil wir uns während des Lesens immer gut getan haben. Und dann ging die immer ab, deswegen weiß ich nicht schon. Okay. Wo habt ihr denn alle eure Finger und Plastik? Ja, der macht ja damit. Sieht aus wie ein Wärmedecken bei euch. Voll! Ja, das brauchen wir. Das heißt, ihr wollt jetzt ein Bild machen, richtig? Habe ich das richtig gesehen? Komm mal alle hoch! Ihr seid geil! Und auch laut sein dabei! Ja! Ja! Länger! Länger! Lauter! Ja, weiter! Super! Nochmal! Einmal noch, komm! Ihr seid der Knaller! So, also, es ist ganz lieb, dass ihr heute da seid und ihr geht ja noch nicht weg, sondern ihr seid noch draußen im Gehege und steht für Fotos zur Verfügung. Wenn jemand möchte, dann sind wir für Fotos gerne bereit. Okay. Genau, Fotos und Autogramme gibt es gleich hier draußen. So, jetzt haben wir getrunken. Einmal zu mir. Einmal zu mir, bitte. Super. Danke. Schön, schön, danke. Ja, aber hallo. Kommt zu mir. Kleine zu mir. Muss ein bisschen enger werden, oder? Hallo, schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Du kannst gerne im Anschluss noch Autogramme geben, wenn du es magst. Danke. Kommt ihr mit dazu, bitte? Hallo, ich bin Hallo. Servus, Herr Reise. Wir sind jetzt zu spät. Jetzt wird's gut, nicht? Hallo. Hallo. Einmal zu mir. Vielen Dank. Kurz anfangen, so, ich muss es ja einmal ansagen. Super, könnt ihr einmal noch hier rüber schauen, bitte? Hallo, hat dir der Film gefallen? Super. Machen wir nochmal. Super. Aha, ich dachte, ich bin. Ah, du. Hallo, Servus. Du kennst alle? Tom? Hallo. Rechts von dir, Hanna, hinter dir, Bodan, ich bin Antoine. Der Po, der ist von Brasilien.